Wir sind nun obdachlos hier. Aber wir wissen nicht warum. Wir müssen natürlich. Also Judy müsste, glaube ich. Also wegen Nathan Drake. Ach, nein, was sage ich denn da? Nathan Drake doch nicht. Aber Nathan. Von William Defoe. Nathan Drake, wir sind ja nicht auf Uncharted. Nein, machen wir nicht. Also nochmal, also Judy läuft von irgendwas weg. Sie will nicht, dass man ihr hilft. Also Nathan will's natürlich, aber sie lehnt natürlich ab. Ist eine Autobahn? Natürlich nicht. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du, sehen, wie es bei uns so läuft? Ja, klar. Folgen wir mal ihnen. Ich denke mal, wir müssen jetzt betteln. Wir brauchen etwa $5. Das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden oder eine Woche. Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Das brauchen wir, ne? So, dann suchen wir mal Geld. Beziehungsweise $5. Aber es wird nicht leicht, ne? Ja, das wollte ich nicht machen. Nee, das hat keinen Sinn. Wir hätten noch ein schönes Leben. Aber die laufen ohne. Hörer klingt gut. Oder doch Pizza? Ist nur Futter. Das ist so hart. Ist nur Futter. Ich hab gesagt, wenn's ihm die. Und dann? Dann war Ruhe. Hey, Baby. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich das. Na, können wir hier rein? Hier rein. Ich habe Hunger.
Hätten Sie vielleicht irgendwas für mich? Betteln? Nicht bei mir hier. Bitte. Bitte, es ist so kalt. Und ich... Mach dich vom Acker, Herzchen, sonst rufe ich gleich die Cops. Richtiges Arschloch hier. Aber die Welt ist hart, ne? Nützt ja nix. Leichtes Geld, Schätzchen. Allein für deine wunderschöne... Ja. Musik? Können wir spielen? Nee, können wir nicht, ne? Gehört die dir? Ja. Aber heute frieren einem die Finger ab, habe ich gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm sie ruhig. Danke. Guck mal, so geht's. Wir haben genug. Los, sehen wir, wie es denn geht. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Da war ein Kerl mit einer Gitarre und... Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Oh, wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier, ich hole uns Essen dafür. Ich habe jetzt auch richtig, richtig Hunger, aber das muss halt warten. Hast du da, Ärger? In der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektvoll, deine Meinung.
Passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Das laufen wir. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststücken tun. Später, Mist. Verdammt, ich hau ab! Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren 4 von ihnen. Du warst allein. 4 Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wiederkommen. Okay. Ja, den haben wir jetzt gezeigt fürs Erste. Aber da sind natürlich noch mehrere Arschlöcher am Start, die wir noch begegnen. Okay, Leute. Kommt zum Essen. Mahlzeit. Wollen wir jetzt mal ein bisschen hier umschauen. Ja, unter einer Autobahnbrücke. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren 4 Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf ja Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Tuesday? Wo hast du den Namen her? An dem Tag bin ich weg daheim. Der erste Tag in Freiheit. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß das. Klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt.
Du sagst, du kannst Dinge, Jody. Inwiefern? Die sind ehrlich zu uns. Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Tuesday. Willst du wissen, wie es dem Baby geht? Gib mir deine Hände. Sehr gut, Aiden. Ja. Was machst du? Vertrau mir. Jody, alles klar? Stan, mein Lieber. Oh, Jody, lass das. Das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. Vier lange Jahre. Nancy. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Bricht mir das Herz. Du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was ihr zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder. Verliebe dich. Sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Ach, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Verdammtes Wunder. Jody? Danke. Oh. Tuesday. Ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein. Nicht ins Krankenhaus. Sie nehmen mir mein Baby weg. Nein, niemand kriegt mein Baby. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Mein Baby. Oh, ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch. Halt durch, ganz ruhig. Uns fällt was ein.
Hey, hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los. Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine. Warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja. Aber ihr müsst euch verdammt beeilen. Na gut, ich kann keine Zeit verlieren hier. So, was wollen wir jetzt? Was sollen wir denn finden jetzt? Um diese Eiseskälte hier. Wie geht's lang? Okay, wir folgen mal ihnen. Jody, komm schon! Was ja, wir sind doch schon. Wir sind schon da. Ein Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also, was machen wir dann? Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich habe keinen. Aber uns fällt was ein, komm! Zum Supermarkt. Drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Lass mich nur machen. Ja? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Gut, Aiden. Machen wir mal auf hier. Können wir hier aufmachen? Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Ich habe schon was gesehen. Was ist das hier? Rolltor. Ein Schalter, na gut. Das ist nicht. Die sind überall Kameras, aber... Ein Schalter. Wir müssen den Schalter finden, um das Tor zu öffnen. Schon recht ziemlich klein hier. Was ist hier? Da geht's nicht lang. Vielleicht an der Kasse? Ach da. Ah, gut. So, ihr könnt rein. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Erkläre ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Oh. Oh, Scheiße. Scheiße, ein Alarm. Ich hätte es wissen müssen. Beeilen wir uns, die Cops werden jeden Moment hier sein. Ich habe so viel nicht tragen können. Okay, dann lass uns hier abhauen. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Dann mal los hier. Momentan hier noch keine Bullen. Los hier lang!
gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle. Außer Jody. Ich will nur Jody. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein voll Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Na gut, wollen wir mal. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Super. Und nun? Aiden, was kann er machen? Ach da. Los, nimm schon die kleinen Sachen hier. Ich kümmere mich um die Matratze. Komm schon, pressen! Pressen! Ja, es ist fast da! Okay! Okay? Bitte, Tuesday, immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt press. Pressen. Sie ist da, Tuesday. Okay, jetzt noch die Nabelschnur. Babe. Bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die Arme. Es ist so winzig. Es ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin.
Ja, schon emotional. Super, super. Wie kommen wir jetzt hier raus? Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Also ein Grund dann wieder einzuschalten. Bleibt dran, ciao, ciao.